herzlich willkommen zu meinem Video, zu einer kurzen Anleitung für unser kleines süßes Album. Ich zeige euch in einzelnen Schritten, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit auch per E-Mail erreichen. Und zwar fangen wir an. Ihr habt ein Paket erhalten von mir mit allen Materialien, die ihr für das Ganze braucht. Und das holt ihr euch jetzt am besten mal her. Und als erstes fangen wir an mit unserer Graupappe und den zwei Stücken, den großen Stücken Designerpapier, die da enthalten sind. Die schnappt ihr euch mal als erstes. Alles andere könnt ihr erstmal zur Seite legen. Das brauchen wir jetzt noch nicht, das brauchen wir erst später. So, genau. So. Und da ist es jetzt eigentlich ganz einfach. Ihr überlegt, welche Seite will ich außen haben und welche will ich innen haben vom Designerpapier. Das ist jetzt eben ganz wichtig, wie rum ihr es haben möchtet. Ich möchte gern die hier außen haben, das heißt, ich lege mir das so rum hin. Schnapp mir meine beiden Graupappen und bringe Kleber auf. Ihr könnt es mit Klebeband auch machen, wenn ihr welches habt. Oder ihr macht es eben mit einem Flüssigkleber. Wichtig ist, nicht zu viel nehmen, damit sich das Papier nicht so wälzt. Und da klebt jetzt einfach ein bisschen Kleber drauf. Dann holt ihr euch das Designerpapier her und klebt es einfach mittig auf. Genau. Das drücken. Und dann... auch das zweite natürlich genauso machen. Jetzt bin ich gerade beim zweiten. Da, wenn ihr das ein bisschen angedrückt habt, merkt, das zieht langsam an, dann nochmal umdrehen und auch nochmal von der anderen Seite gegenstreichen. Wenn ihr ein Falzbein habt, na, wo ist meins? Dann könnt ihr da auch nochmal drüber gehen, damit sich der Kleber möglichst gut verteilt. So, jetzt haben wir unsere beiden Teile so beklebt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt braucht ihr eine Unterlage, die ein bisschen nachgibt. Da könnt ihr einen Block nehmen oder so zum Beispiel. Ich nehme mal ganz gern diese Perforiermatte oder so, wie sie heißt. Und zwar müsst ihr da jetzt mit dem Falzbein ein bisschen an dieser Kante lang gehen. Nicht zu dolle drücken natürlich, weil das Papier sonst kaputt geht, aber um das so ein bisschen einzufalten. Na, solltet ihr das auf jeden Fall mal machen. Das hilft dann nachher beim Falten und dadurch wird euer Papier nicht so leicht reißen. Genau. Einmal rundherum. So, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch am besten ein Geodreieck oder ein anderes Lineal, je nachdem, was ihr da habt. Und markiert euch damit die Seiten. Natürlich ist jetzt gerade mein Bleistift weg. Gut. Das heißt, ihr schiebt dieses Dreieck, ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, das hier auf dem Geodreieck drauf ist, oben in diese Ecke und dann nochmal so 2 mm weiter, damit ihr so ein bisschen von der Ecke weg seid. Und dann zieht ihr euch da diesen Strich und das machen wir einmal rundrum an allen Ecken. So, ich habe jetzt alles rundrum hier diese Markierung gemacht und jetzt schneide ich mir einfach diese Ecken ab, denn die brauchen wir nicht mehr, wenn man das Ganze gleich zusammenkleben. Von dem zweiten natürlich. Ich habe beide abgeschnitten. Wenn ihr jetzt noch eure Unterlage da habt, dann könnt ihr sie euch gleich nochmal holen. Ich verwende jetzt doppelseitiges Klebeband ein bisschen was. Und zwar immer an dieser Außenkante bringe ich jetzt das Klebeband auf. Also immer so, ne? An dieser Kante. Und
das dann einmal rundherum an jeder Seite. So, und das gleiche machen wir dann mit dem zweiten auch. So, ich habe jetzt bei beiden schon das Klebeband rundherum aufgebracht. Ich fahre jetzt nochmal mit einem Falzband kurz drüber, damit es sich ein bisschen besser anlegt und auf jeden Fall dann da drauf auch ist. Und dann wird es eingeklebt, also die Seite wird eingeklebt, und das Ganze mache ich, indem ich auch nochmal Flüssigkleber verwende. Also ich löse zuerst die Schutzfolie ab. Und dann gehe ich ganz nah an die Graupappe und klebe hier nochmal Kleber an. So, also ich habe jetzt meine erste Seite hier eingeklappt. Wie gesagt, wenn ihr das vorher gefalzt habt, dann lässt sich das auch relativ gut um die Graupappe legen. Und jetzt gehe ich immer mit dem Falzbein, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, hier an der Seite ran und drückt das rein, das Papier. Das mache ich auch an der anderen Seite. Das macht man immer, damit das Papier sich hier innen anlegt. Und jetzt eben geht es einmal rundherum. Wieder innen ein bisschen Kleber ran, da auch ein klein bisschen auf unsere Ecke. Genau. Das Ganze wieder hochklappen. Immer von der Mitte aus, also hier mittig erst klappen und dann an die Seiten streichen, damit das Ganze schon gerade wird. Und dann hier wieder die Ecke. Da dann wieder den Kleber. Das Ganze wieder hochklappen und wieder an der Seite überstreichen. Dann zur anderen Seite. Da wieder die Ecke rein drücken. Und damit habt ihr es dann gleich geschafft. Da hier wieder an den Kleber denken. Und wieder in die Mitte, so, an der Mitte drücken. Genau. So, und wieder seitlich streichen. Dann geht das alles schön an. Und es guckt nichts von der Graupappe raus. Und jetzt habt ihr gesehen, so funktioniert das. Und ihr macht praktisch genau das Gleiche auch mit der anderen Seite. Also, und dann sieht das Ganze eben so aus, wenn es fertig ist. Und mit der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Genau, und das ist dann schon unser Cover. Und im nächsten Video, also in dem zweiten Video, das ihr abrufen könnt, da zeige ich euch dann, wie das Ganze dann fertig zusammengesetzt wird. Bis gleich!